Ja, hallo, ich möchte hier zeigen, wie man mit einem Sphero-Bolt blockbasiert ein Quadrat programmieren kann. Ich mache also hier den Verbindungsaufbau zu Sphero-Bolt. Dann kann ich hier ein neues Programm erstellen und habe also hier meine Programmierblöcke. Das ist Rolle bei 0 Grad. Kann ich hier die Geschwindigkeit einstellen und die Dauer der Rollbewegung. Man kann dann diese Blöcke vervielfältigen. Genauso könnte man sie von unten raufziehen. Und jetzt habe ich da beim Winkel, sieht man also eine Winkelvorschau. Dieses Verschieben des Winkels mit dem Finger entspricht einer dynamischen Geometrie. Wichtig ist dabei zu beachten, dass das Sphero-Bolt immer bei seinen Drehbewegungen vom Ursprungspunkt ausgeht. Das heißt, er macht jetzt hier keine 180-Grad-Bewegung, sondern er macht nur eine 90-Grad-Bewegung, weil er vorher schon eine 90-Grad-Bewegung gemacht hat. Man kann eben auch einen Ton sprechen lassen. Das macht dann das Tablet, sagt dann den Ton und das Sphero wird dann aktiviert über die Starttaste. Ich fahre ein Quadrat.